Tischtennishelden. Conquer the Table. Hallo Tischtennishelden, heute geht's weiter mit der nächsten Übung beim Projekt Rückhand Topspin auf Unterschnitt zusammen mit Chris. Heute mal keine methodische Übung, da haben wir jetzt viel vorbereitet für. Ich wollte jetzt nochmal Unterschnitt wirklich ausprobieren, ob die ganzen Vorübungen auch geholfen haben. Einzige Besonderheit ist, dass ich mich sehr weit weg vom Tisch begeben habe beim Balleimer, damit er lange Unterschnittbälle bekommt und auch ein bisschen Zeit hat, sich vorzubereiten. Und ihr seht, die ersten Bälle haben erstmal nicht geklappt, da flogen viele Bälle ins Netz. Und ich weise jetzt hier genau darauf hin, dass in seinem Ende der Ausführung das Handgelenk immer noch nach innen geknickt war, dass er gar nicht den ganzen Radius genutzt hat. Und das ist letztendlich ja das Potenzial, was wir ausschöpfen wollen beim Rückhand-Topspin, um die ganze Rotation zu bekommen, um Beschleunigung in den Ball reinzubekommen. Das Ganze soll natürlich über den Ellenbogen stattfinden, deswegen auch zwischendurch der Hinweis, dass er den oben lassen soll und nur der Schläger taucht ein. Und das ist jetzt hier ein richtig starker Ball. Ihr seht jetzt massiver Spin. Der Ball kommt dem Netz gar nicht mehr in die Quere, ja. Das ist bogenartig. Und er fliegt dann hinten, er senkt sich quasi direkt wieder rein, dadurch, dass da so viel Spin drin ist. Wäre er zum Beispiel leer, hat der Ball auch nichts mit dem Netz am Hut, aber der fliegt dann 3 Meter drüber. Und ihr seht hier anhand dieser starken bogenartigen Kurve, dass da enorm Spin erzeugt wurde von Chris. Sehr schöner Ball. Ja, super Bälle. Also ich glaube, wenn er die im Spiel so einsetzen würde, dann hätte er eine super Vorbereitung in den Ballwechsel, denn der Block kommt tendenziell immer einen Ticken zu hoch und da kann er super nachgehen, selbst wenn der Rückhand-Topspin auf Unterschied nicht der direkte Punkt ist, sondern wenn er einfach sicher ist und als Vorbereitung dient, haben wir unser Ziel auf jeden Fall erreicht. Ja, wunderbare Bälle. Ich glaube, da haben vor allen Dingen die Übung mit dem erhöhten Netz sehr viel geholfen und auch am Anfang auf der Kiste, wo er nochmal das Handgelenk einsetzen muss. Sehr schön. Da seht ihr, er nutzt wirklich auch die Hebel. Er muss darauf achten, den Ellenbogen immer als seine Stütze zu nehmen, denn das ist das A und O bei ihm, weil er sonst auch anfängt, ja, jetzt fängt er wieder an zu rudern, also richtig auszubrechen im Körper. Das liegt einfach daran, dass er keine Stabilität im Ellenbogen hat und dadurch versucht, etwas zu kompensieren aus dem Körper. Ja, ihr seht, die kommen jetzt auch gerade nicht mehr übers Netz. Genau, so, verdeutlicht er selber an, dass das Hohlkreuz, das er immer so nach hinten reißt, ist natürlich die Angst, dass man eben mit der reinen Schlagbewegung den Ball nicht übers Netz bekommen kann. Das meint man immer und deswegen versucht man noch zu unterstützen. Aber es ist ganz wichtig, wenn ihr auf Unterschnitt Topspin spielt, ihr müsst Geschwindigkeit erzeugen. Und dazu braucht es die Hebelwirkung. Ich erwähne jetzt hier auch nochmal, dass er sich quasi eine Mauer vorstellen soll vor sich, an der er vorbeigeht, ja, dass der Schläger dann nach rechts geht und diese Mauer nicht durchbricht. Guter Ball. Ja, schön tief angesetzt auch und dann Beschleunigung aus dem Unterarm und aus dem Handgelenk. Auch gut. Mir war es auch ganz wichtig, dass ich keinen Unterschnitt am Ball einmal an der Platte gebe, sondern dass ich hier in die Halbdistanz gehe, also quasi einen reinen Abwehrer symbolisiere, damit er auch ein bisschen Zeit hat, sich auf diesen Ball vorzubereiten. Um ihn noch ein bisschen zu stärken in seiner Bewegung. Auch wunderbar, guter Ball. Der senkt sich richtig schön am Ende noch ein. Sehr gut. Also ich finde, von der ersten Übung an bis zur jetzigen Übung war einfach eine sehr schöne Entwicklung zu sehen. Ihr müsst bedenken, ich habe es erstmal mit Chris hier trainiert. Wir haben uns nicht vorbereitet, wir haben einfach den Ist-Zustand angesehen. Wir haben 4-5 Übungen gemacht und schon sieht man eine kleine Entwicklung. So einfach kann Tischtennis sein, dass man versucht, an einigen Schrauben zu drehen und schon sieht man eine Verbesserung. Und jetzt zum Ende des Videos werde ich auch nochmal den Chris vor die Kamera holen und ihn einfach fragen, was hat ihm geholfen, was ist ihm klar geworden in dieser kurzen Einheit. Und ihr könnt sicher sein, dieses Projekt wird fortgesetzt, auch in anderen Bereichen, nicht nur Rückhand, Topspin auf Unterschnitt,
sondern auch noch andere Bereiche. Sag mal, was dir gerade geholfen hat, was so der Schlüssel war. Um den Schläger unter dem Tischniveau zu halten. Mhm. Und dann wirklich vorzustellen, dass man im Endeffekt am Anfang an einer Mauer entlang und dann durch die Mauer durchschlägt, so weit man den Ball halt hat. Mhm. Und wie immer halt stabil sein, da vorne kleiner. Mhm. Genau, und am Anfang, glaube ich, auch dieser Hinweis mit dem Handgelenk. Ja, ne? Genau. Der bringt viel Aufregung. Genau, dass man halt, also halt vor allem halt, aber ich glaube halt, dass mit, ich habe das am Anfang schon gemacht, dass ich abgeknickt habe. Aber dann allein vom Kopf her, weil man halt dann sagt, man zieht jetzt nochmal durch die Mauer durch. Ganz am Ende war das, glaube ich, dass ich dadurch dann vielleicht noch besser gemacht habe.